Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 17 Ultimate Team mit Paxis. Es geht los. Bundesliga bzw. La Liga Weekend League. Und wir müssen natürlich auf die Bank jetzt unsere League-Bla-Spieler noch. Wisst ihr was? Ich glaube, ich mache dafür sogar ein neues Team, weil ich jetzt sonst die League-A-Spieler rauskicken muss und die wieder reinnehmen muss. Das ist mir so anstrengend. Da vergesse ich dann nur wieder einen Spieler. Also würde ich sagen, machen wir ein neues Team, und zwar Kopie der Mannschaft von der Bundesliga. Die nennen wir einfach, kann ich irgendwie, ach ist egal, wir löschen einfach mal alles. Und wir nennen die Mannschaft einfach, ach so, wir haben ja schon die Mannschaft Bundesliga. Dann nennen wir die jetzt Bundesliga WL Weekend League. Dann denken die Leute vielleicht auch, ich habe mir diese Mannschaft extra für die Weekend League gespielt, gebaut. Ach nee, Quatsch, die lesen ja den Namen eh nicht. Ja, egal. So, jetzt können wir die anderen nämlich ohne Probleme rauskicken und ersetzen die einfach mit Bundesliga bzw. La Liga Spielern. So. Ich glaube bei den Informs. Ah, Müller natürlich. Natürlich. Müller. Bruma. Ach so, ja, ich bin dumm. Ich muss natürlich eins rüber. So, jetzt Bruma. Mali. Nee, nicht gegen Bellarabi, das ist doch total doof. Bellarabi brauchen wir natürlich als Wechselspieler. Genau wie Ribéry, dann Latza. Wie brauchen wir denn noch? Einen Spieler brauchen wir noch. Wen haben wir denn da? Ter Stegen haben wir theoretischerweise noch aus der La Liga. Aber das ist halt ein Spieler, den ich dann definitiv nicht einwechseln werde, weil wozu soll ich einen Torhüter auswechseln? Das macht ja gar keinen Sinn. Aber ich denke, wenn ich mir jetzt nicht noch irgendeinen Spieler kaufen will, was eigentlich schwachsinnig wäre, habe ich noch irgendwo einen interessanten La Liga-Spieler? Das gibt's ja gar nicht. Wir machen es einfacher. Ter Stegen. Ah, Carrasco. Ah, Tremolinas. Wäre natürlich auch gar nicht mal so extrem uninteressant. Was haben wir hier? Vietto. Gaia. Natürlich sehr schnell. Ja, ich würde sagen, dann nehmen wir Carrasco. Das ist noch der, den ich am ehesten einwechseln könnte. So, jetzt gucken wir nochmal ganz kurz auf die Bank. Also, wir haben schon mal mit Müller eigentlich einen ziemlich geilen RM. Vielleicht ist sogar der Inform Müller, vielleicht ist er sogar ein besserer Einwechselspieler als Bellarabi, wobei Bellarabi ja den besseren Abschluss. Dann müsste man Müller jetzt quasi auch Maestro geben, damit er halt noch einen guten Schuss bekommt. Fällt mir gerade so ein. Aber dann müsste er ja eigentlich ein Upgrade zu Bellarabi sein, weil er ist schneller, er hat das gleiche Dribbling, er hat sogar einen besseren Schuss, er hat einen höheren Pass, er hat die bessere Defense, er hat die besseren Physis. Wisst ihr was? Maestro, den habe ich für 200 bekommen, mache ich jetzt einfach. Ich werde ihn wahrscheinlich sowieso nicht mehr, das heißt wahrscheinlich, ich werde ihn nicht mehr als Stammspieler spielen. Jetzt gebe ich jetzt einfach den Champions League Style Maestro. Und dann können wir sogar Müller statt Bellarabi nehmen. Ja, das ist eine sehr gute Idee. Der hat jetzt, glaube ich, 3 Stand auf den schwachen Fuß, genau. So, Bruma könnten wir rein theoretischerweise auch als Sechser nehmen, falls wir da einmal einen auswechseln wollen. Aber da haben wir natürlich auch Latza, fällt mir gerade ein. Ne, dann nehmen wir halt lieber eher Latza. Mali hat gar keinen Chemistry-Style. Bellarabi, ja, das macht Spaß. Okay, gut. Ich bin bereit. Jetzt nehmen wir noch einen Teamtraining-Objekt anwenden. Fitness. Und hatten wir eigentlich die Spielerrollen schon neu eingeteilt? Ich glaube nicht. Mal schauen. Reus, kurzer. Langer nehmen wir auch Reus. Elfmeter wie... Nee, Elfmeter auf jeden Fall Ticharito, weil er ist geboostet und hat einen besseren Elfmeter als Vidal.
Den Kapitän habe ich weiterhin gerne Fährmann. Und dann können wir schon anfangen. Das ging ja richtig schnell. So, jetzt Konzentration. Ich habe, seitdem ich dieses Konzentrationssitzhaltung einnehme, habe ich noch kein Spiel verloren. Es geht hier nicht, dass ich unentschieden spiele. Das heißt, wir werden hier zwangsläufig irgendwann mal verlieren, weil wir selbst noch mal kein Tor fressen sollten. Es darauf hinausläuft, dass wir halt mal ein Elfmeterschießen bekommen und da gewinnt man nicht immer. Aber das ist egal. Mir ist klar, dass ich irgendwann verlieren werde. Mir ist klar, dass ich hier nicht alle 25 Spiele gewinnen werde. Und wir spielen direkt gegen eine Bundesligamannschaft, aber eher ein schwaches Team, also wahrscheinlich nicht das Hauptteam, sondern einfach so ein bisschen random zusammengebaut. Schneller Sturm mit Hahn und mit Werner, aber kein Chemistry-Style, der Tempo boostet, sondern Sniper. Das ist interessant. Bei Werner, ja, okay, bei Hahn, der ist dann halt nicht so gut im Antritt. Und bis der dann losgelaufen ist, das dauert lang. So, jetzt aber konzentrieren. Ich will einfach die Konzentration hochhalten und ganz wichtig, wenn ich ein Gegentor fress, den eigenen Fehler erkennen. Es ist fast immer ein eigener Fehler dabei. Und wenn es halt nur ein Fehler ist, der zum Konter führt. Schön abgefangen von Bentaleb. Und müssen wir natürlich die individuelle Klasse hier aufs Feld bringen. Mit dem Team, was wir haben. Schade. Sehr gut, wieder Bentaleb. Oh, das war natürlich jetzt ein schwaches Zusammenspiel von Reus und Plattenhardt. Hier haben wir ein bisschen Glück. Ja, war ein schwieriger Ball halt, Müller. Platz war da, aber dass er den nicht immer so macht, war eigentlich auch zu verschwenden. War eigentlich auch klar. Sehr schön getribbelt von Dembele. Jetzt ist Piszczek mal mit ein bisschen Platz durch. Hat er gut antizipiert mit Naldo. Schön gemacht von Müller. Gefällt mir gerade nicht. Wir kommen halt überhaupt nicht durch. Gegner zwar auch nicht, aber wenigstens mal einen Abschluss hätte ich halt schon gern. Okay, macht er gerade wieder einen Stellungsfehler. Muss ich wahrscheinlich besser lösen, aber immerhin kommen wir mal in den Strafraum. Sehr schön, da war wieder Bentaleb drin. Wenn Bentaleb so weiterspielt, wird er hier Man of the Match. Oh fuck, ich habe vergessen, Piszczek vorm Spiel Champions League Shadow zu geben. Ich habe nämlich Shadow gefunden auf dem Transfermarkt und ja, ich habe ihn vergessen, ihm den zu geben. Das ist natürlich blöd. Sehr schön von Plattenhardt. Ich musste ihn zwar dann erst selbst steuern, bevor er was macht, aber er schafft es dann sogar, den Ball nochmal an den Gegner ranzubekommen, sodass wir Abschluss bekommen. Das ist natürlich zu billig, diese gelupften Bälle in die Spitze. Ich meine, er hat zwar schnelle Spieler im Sturm, aber es ist halt nicht FIFA 13. Schön gemacht von Dembele. Ich dachte, ich kann jetzt mal auf Müller reinpassen, aber es hat nicht geklappt. Egal, wir bekommen die erste Ecke. Wir nähern uns zumindest einen Tick. Sehr gut, wieder Bentaleb. Dass der am Tor vorbeigeht, der hätte auch gut einscherbeln können, aber schade. Habe ich vielleicht einen Tick zu weit nach rechts gezielt?
da steht eigentlich Vidal sehr gut. Da stand Vidal aber sehr gut. Schwacher Aufbau, der Bass soll auch nicht dahin gehen, aber ich glaube, ich habe dieses Mal wirklich einen Tick zu strapp aufgezogen oder falsch gezielt. Macht er gut. Mein Gegner spielt nicht so schlecht. Also er hat jetzt zwar nicht das beste Team, aber er spielt leider nicht so schlecht, wie ich das gehofft habe. Oh, knapp. Ja, stand halt leider niemand im Mittelfeld, der sich da, oh Gott, für eine kurze Alternative angeboten hätte. Also gefällt mir bisher nicht das Spiel. Vielleicht wechsle ich auch die Formation. Ich meine, geschossen haben wir bisher einmal mit Chicharito und das war jetzt auch keine riesige Torschance. Hier ein Distanzschuss. Ja, Gegner verteidigt ganz gut und ich bin vielleicht auch nicht so gut im Aufbau, wie ich das gerne hätte. Obwohl der Gegner halt auch viele Fehler im Mittelfeld macht, wie ich finde. Glück. Oh, hier kann man auch, denke ich, ein bisschen von individueller Klasse reden, dass er den dann so langsam schießt. Also ich wollte ihn natürlich kurz, Quatsch, flach ins lange Eck schießen, aber dass er ihn dann so langsam schießt, hätte ich nicht gedacht. Aber es war halt einfach schon so nah am Fährmann dran und so platziert, dass er dann glücklicherweise auch reingeht. Sehr schön. Und ja, Dembele, ne? Zum Glück haben wir Müller nicht mehr drin. Also den anderen Müller. Unser ZOM Müller ist natürlich geil. Können wir auch auf Defensiv gehen und müssen vor allem die Formation nicht wechseln. Schön gemacht von Vidal. Was macht den Fährmann da? Egal, 0-mal geschossen beim Gegner. Wir haben halt die größte Chance im Spiel auch genutzt, würde ich sagen. Und das 1-0 gemacht. Und so soll es weitergehen. Konzentriert weiterspielen. Kein Gegentor fressen. Am besten noch ein zweites machen. Bingo Bongo. Gegner muss ja jetzt auch ein bisschen offensiver werden. Ein bisschen mehr aufmachen vielleicht. Können wir vielleicht mal solche Halbkonter spielen. Also der klassische Konterspieler bin ich ja nicht. Dafür ist die Formation auch nicht die richtige. War nicht schlecht, der Schuss. Der war nicht schlecht, aber es hat nicht gereicht. Wenn er den reingemacht hätte, hätte man auf jeden Fall über individuelle Klasse reden können. Boah, dass er den hält, Wahnsinn. Jetzt kommen wir zu guten Chancen, aber wieder so eine krasse Parade von Fährmann. Da war, glaube ich, nicht schlecht geschossen. Das macht er leider gut und ich nicht so. Dafür macht er das wieder schlecht und dann hat er eigentlich. Sehr schön. Ja, da war nicht platziert genug, von daher okay, dass er nicht reingeht. Sehr schöner Trick.
aus der Drehung, deswegen macht ihn Piszczek nicht. Und das als Info mit Basic Chemistry Style, was halt auch noch den Pass boostet, ist schon heftig. Da habe ich Glück gehabt, dass das Abseits war und nicht geklappt hat, weil das hat er jetzt mal, also war mir zumindest seine beste Aktion im Spiel, gut durchkombiniert. Danke. Reus noch komplett fit, weil ich echt wenig über Reus und seine Pace gemacht habe. Schade. Ah, da ist ganz schön viel Platz gelassen. Wenn wir da jetzt krass tricksen könnten, eieiei. Die Flanken kommen aber heute irgendwie nicht so geil. Was heißt heute in dem Spiel? Ja, ich schicke halt Reus in den Lauf und dann läuft er wieder in meine Richtung, also in die Richtung meines Tores statt in das Gegnerrichtung. Und dann bin ich halt einfach wieder so aus dem Konzept, dass ich es nicht schaffe, mich entsprechend gut anzupassen und einfach in den Gegner reinlaufe. Das ist natürlich zum Teil meine Schuld. Muss ich halt einfach mich anpassen können, wenn ich sehe, okay, Reus läuft in die falsche Richtung. Aber es ist halt einfach so scheiße programmiert. Also sorry, aber wenn ich in den Lauf drücke, es muss er nun nicht so, es kann doch nicht so schwer sein zu programmieren, wo das, boah, krass, wo das gegnerische Tor steht und das eigene, oder? Es passiert so oft, dass die einfach in die falsche Richtung rennen. Auch beim Gegner teilweise sieht man das, ja, ist ja nicht nur bei mir. Die sind echt schlecht, die Flanken. Kommen echt alle beschissen. Das kann ja nicht an Chicharito liegen. Der steht genau da, wo auch die anderen immer stehen. Naja, wir wechseln jetzt mal Ribéry ein. Und Müller. Ich glaube halt, Müller sollte eigentlich der bessere Einwechsler sein als Bellarabi. Ganz in Ruhe, 73. Minute. Wir hatten auch so viele Chancen dann noch, dass wir eigentlich auch ein 2-0 hier verdient gehabt hätten, aber vielleicht machen wir das ja noch. Oh, er kriegt es echt noch hin. Krass, wie riskant, ey. Oh, viel. Was? Doch niemals so straff aufgezogen. Oh, hat er auch wieder Glück. Sehr knapp, sehr riskant. Ein Tick zu weit, der Laufpass. So unverdient. So unverdient der Ausgleich. Und warum fällt dieser unverdiente Ausgleich? Weil Hummels so einen merkwürdigen Schritt macht, eigentlich den Ball rausspielt und der dann beim Gegner landet. Also das ist ein Tor, wo ich mir überhaupt keine Vorwürfe mache. Der zu lange Pass, der am Anfang kam, also der zu lange Pass, der zum Ballverlust geführt hat, der war einfach von Müller schlecht ausgeführt. Ich habe nur angetippt bei dem Pass. Dann Pech natürlich, dass Hummels da eigentlich den Ball rausbekommt und er direkt wieder am Ball dran ist. Und dann spielt das zwar gut aus, aber wie gesagt, ist kein verdientes Tor. Wenn wir so weiterspielen wie bisher, gewinnen wir das Spiel auch. Punkt. Oh, meiner Meinung nach ein Foul. Wollen wir schon noch jemanden wechseln? Nee, oder? Ich glaube, den nächsten Wechsel hebe ich mir auf. Müller, ich wüsste jetzt auch nicht, welchen Spieler ich für Müller. Vielleicht, wir bräuchten eigentlich noch einen interessanten ZOM. Um eventuell Müller. Wobei Müller ist halt schon sehr gefährlich. Ich denke dann doch eher ein Sechser, oder? Und da soll es dann eigentlich Latzer werden. Aber jetzt will ich eigentlich noch weder Vidal noch Bentaleb rausnehmen. Wobei, ich glaube, Bentaleb können wir eigentlich sogar schon rausnehmen. Latzer haut auch mal einen schönen Kracher aus der zweiten Reihe rein. Ja, nehmen wir Latzer rein.
Boah, krass. Macht so viele Fehler, ey. Das gibt's gar nicht. Oh, Mist. Und wieder mal unentschieden. Ich spiele zwar gut, aber ich spiele zu viele, ich erzeuge zu viele Unentschieden. Das 2-0 hat da gefehlt, aber egal. Dranbleiben. Wir sind da bessere Spieler. Wir ziehen das Ding auch nach Verlängerung. Punkt. Einfach dranbleiben. Der Gegner hat einmal geschossen, das war das Tor. Was? Oh. Also wenn das nicht irgendwie ein Cheat war oder der Gegner freiwillig abgebrochen hat, ich weiß auch nicht, weil es kann doch nicht jetzt in so einem Spiel, wo dem Gegner wahrscheinlich klar ist, dass ich der bessere Spieler bin, kann doch jetzt nicht die Verbindung abbrechen. Das gibt's doch gar nicht. Sind denn diese Server von EA so beschissen, dass, ich meine, es passiert vielleicht alle 10 Spiele einmal, aber das ist trotzdem viel. Das ärgert mich natürlich, weil das war, ich bin doch kein hundertprozentig sicherer Sieg, aber ich war ja klar der bessere Spieler. Und es ist halt auch immer Zeit, die ich verschwende, Mann. Wieder 20 Minuten fast gezockt für nichts. Meine Fresse. Und es ist natürlich auch indirekt Coins, logischerweise. Verträge, Fitness, das spielt ja alles rein. Fuck, Mann, ey. Oh, das regt mich jetzt echt auf. Meine, wir haben zumindest nicht verloren, das ist schon mal nicht schlecht, aber das ist ärgerlich. Na komm. Hallo? Dann suchen wir uns eben einen neuen Gegner. Der möchte, sehr schön. Schwarz gegen Weiß. Mal gucken, ob er auch Bundesliga spielt oder ob er ein La Liga-Team oder vielleicht sogar ein Hybrid spielt. Er spielt La Liga deutlich besser, aber mit ein paar Schwächen drin. 77er Rechtsverteidiger, 80er Sechser. Schauen wir mal. So, konzentrieren. Anständig hinsetzen. Und vielleicht einen Tick besser nach vorn spielen oder vor allem halt auch die Chancen nutzen. Chicharito hat leider wieder sich nicht so angefühlt, als wenn er der Heilsbringer schlechthin wäre. Das ist schade. Ich hoffe, er taut noch irgendwie auf und macht geile Tore. Ich meine, er hatte auch eine Chance, ein richtig geiles Tor zu machen und hat es halt leider nicht gemacht. Das war übrigens gerade ein schöner Pass von Chicharito. Also, man merkt halt, er ist sehr agil und dribbelstark am Ball. Das ist schön, aber er muss halt auch mit Toren glänzen, das hat er bisher noch nicht gemacht. Oh nein. Oh, er hat auch Carrasco, aber ich weiß gar nicht, war das in vom Carrasco? Das könnte sogar sein. So, mit Reus mal kurz den Sprint anlegen. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist noch ein Foul. Das hat Reus sehr geil gemacht. Und jetzt machen wir mal ein sehr geiles Tor. Ich glaube, das 7 ist Bentaleb, aber da ist ja auch Kopfball stark. Boah, krass. Mit der Hacke ist so ein Pass. Dembele und Reus beide auf der gleichen Seite, auch interessant.
Schön hinterher rennen. Schade. Ball hat man eigentlich auch schon. Naja, also wieder so ein Tor, wo ich sage, den Ball haben wir eigentlich mit Hummels, was soll man da machen? Also was soll ich da anders machen? Nicht aufregen, egal, wir haben noch genügend Zeit, war einfach ein Lackertor. Hummels hat den Ball, er holt ihn sich unverdient wieder und wir werden jetzt einfach den Ausgleich machen und dann das Spiel drehen. Boah, Freunde. Schade. Schön rausgeholt den Ball, aber leider bleibt er nicht im Spiel. Wieder den Ball rausgetackelt und wir bekommen ihn nicht. So, Reus ist durch. Jetzt müssen wir halt stundenlang warten, bis. Oh, zweimal ein schöner Schuss von Vidal und er bleibt unbelohnt. Zweimal der Torhüter dran, aber es war gut rausgespielt auf jeden Fall die Situation. Oh, wenn er den Pass ein bisschen besser spielt. Schade, ey. War eigentlich auch wieder eine gute Idee. Aber hier kommen zu Chancen, sieht man. Sokrates, gut gemacht. Oh, ein bisschen Glück, muss auch mal sein. Oh, der wollte natürlich auf den anderen Spieler da gehen, der noch im Strafraum stand und dann dieser sollte schießen, nicht Müller, aber ist okay. Kommen so gute Chancen, das 1-1 liegt auf jeden Fall in der Luft. Nein, das war jetzt wieder kein geiler Pass von Chicharito. Nein! Fuck! Puh, komm schon, einfach dranbleiben, ruhig bleiben, haben genügend Zeit. Hat wieder Glück und bleibt im Ballbesitz. Schwacher Ball. Okay. Was? Egal, egal, wir sind dran, wir sind dran. Wir sind, denke ich, wir haben die besseren Chancen gehabt. Wir haben die Chancen vor allem rausgespielt. Riesen Doppelchance mit Vidal. Und er lackt sich halt sein Tor. Ist okay, macht nichts, macht nichts. Wir haben noch genügend Zeit. Und unserem 1-1 spielen wir sowieso nicht. Von daher.
Schöner Ball von Chicharito. Oh, Halsmaul, ey. Müller, was ist denn los? Vorher Vidal wieder mit der Riesenchance, natürlich ans Alu. Und dann Müller, der einfach nur ins leere Tor, so ins halbleere Tor schießen muss. Macht ihn nicht. Mann, wir müssten schon lange 1-1 spielen. Aber egal, dranbleiben, dann kommt das Tor auch noch. Scheiße, wieso kommt denn der Pass nicht durch? Fuck. Geiler Pass auf Dembele. Oh. Vielleicht hätte ich sogar den Schuss nochmal weiterleiten müssen auf Chicharito und hätte nicht direkt, den Schuss, sage ich schon, den Pass, und hätte nicht direkt schießen dürfen. Aber wir sind dran. Also selbst wenn ich jetzt hier verliere, dann muss ich mir wahrscheinlich keinen großen Vorwurf machen. Das Tor war glücklich beim Gegner. Wir haben Alu-Treffer, wir haben bisher schon ziemliches Pech gehabt. Also einfach dranbleiben, einfach weiterspielen. Komm, Chicharito, zeig doch mal, wie geil du bist. Schade. Schön gemacht von Sokrates, der da, weiß ich nicht, ich glaube, versucht, eine Abseitsfalle zu stellen und deswegen dann ist komplett verkackt. Das war ein leichter Stellungsfehler von mir. Wenn das ein Gegentor gewesen wäre, wäre es auf jeden Fall zum Teil meine Schuld gewesen. Ja! Geiler Schuss von Ribéry. Geiles Tor. Nice! Krass, ich wollte eigentlich ins rechte Eck zielen, da schießt er ins linke. Ist mir scheißegal, dass das Ding ist drin, ey. So verdient! Nice! Hat sich das schon wieder gelohnt, Ribéry einzuwechseln. So geil. Jetzt machen wir noch ein schönes 2-1 draus, komm schon. Oh, was? Und ich habe echt Angst um Chicharito, was ich mit dem mache, weil er dreht wieder nicht durch. Ich habe wieder nicht das Gefühl, dass er geil ist. Er scheint Angst zu haben, wie man sieht. Also er spielt extrem vorsichtig jetzt.
Mach's gut. Hätten eigentlich mal Latze einwechseln, fällt mir gerade ein. Zum Beispiel jetzt hätte halt Chicharito mal ein geiles Tor machen können. Ist zwar schön, wie er da zum Abschluss kommt, aber das reicht halt nicht. Fuck man, Chicharito, was ist denn da los? Die Inform war doch nun ganz geil. Da kann doch nicht sein, dass die Second Inform gar nichts zeigt. Schade. Boah, war das knapp. Alter, das kann der Gegner ganz gut. Entweder hat er da gerade Glück oder. Keine Ahnung, aber er schafft es immer irgendwie, dass meine Spieler an ihm vorbeirennen. Verlängerung. Ach Mann, ey, wir müssten echt führen. Das ist nicht geil. Aber egal. Wir bleiben dran. Wir sind dran geblieben, haben das 1-1 gemacht und jetzt machen wir noch das 2-1. Ich hoffe mal, diesmal bricht es nicht ab. Oh, sieht gut aus. Chicharito, jetzt mach dieses verdammte Tor verdammt nochmal. Alter, was soll ich machen, Mann? Mir bleibt dann echt nur die Möglichkeit, Werner nochmal zu probieren, weil Modest hat jetzt zwar seinen Job okay gemacht, aber eben okay, nicht überragend. Nicht Lacazette-Style. Lackertor! Lackertor mit Müller, Lackertor! Nice! Endlich hat's mal geklappt, ey, ist so seltener Fall, dass wenn ich da die ganze Zeit rumhämmer und rumstoche, dass es dann doch noch klappt, aber da Lackertor, nice! Kämpfer Müller, was mache ich mit Chicharito? Ich merke das jetzt schon, dass das nichts bringt eigentlich mit ihm. Scheiße! Fuck! Muss ich denn jetzt wirklich Werner kaufen? Also Inform Werner natürlich. Und ihn nochmal testen, weil Modest, das Ding ist eigentlich auch durch. Er macht seine Buden. Ich würde halt sogar sagen, dass sich Modest besser anfühlt als. Schön gemacht von Latza. Dass sich Modest besser angefühlt hat als. Oh, schwacher Pass von Müller und der hat volle Ausdauer, ne? Dass sich Modest besser angefühlt hat als. Oh, hat er wieder Glück? Das sagen würde als Chicharito, also immer von der Inform ausgegangen, aber ich glaube von den Scorerpunkten her war dann nach Aubameyang. Das war jetzt zum Beispiel geil getrippelt, aber dann hat er leider nicht mehr die Pace, um da vorbeizukommen. Ich verstehe das nicht, was war denn am Anfang anders? Waren da die Gegner so viel schlechter? Ich hätte halt eher gedacht, dass. Fuck. Ich hätte halt eher gedacht, dass jetzt Second Inform Chicharito nochmal besser funktioniert, weil ich viel bessere Spieler hinter ihm stehen habe, wie Müller und meine Außenflügelspieler. Da habe ich mich wohl geirrt. Oh, nicht weit genug. Fuck man, ich habe echt massiv aufgezogen. Okay, erste Halbzeit vorbei. Jetzt konzentrier, nicht über Chicharito nachdenken. Scheißegal, gewinn dieses Spiel. Komm jetzt. Konzentrier dich auf dieses Spiel. Du kannst dann nach dem Spiel nochmal drüber nachdenken.
Oh, das war schwach. Ich glaube, das hat mit der Ausdauer zu tun gehabt. Anders kann ich mir es zumindest nicht erklären. Schön gemacht von Vidal. Schöner Ball auf Piszczek, allein hat keine Ausdauer mehr. Oh, dieser letzte Schlenker nochmal auf die Grundlinie, der war schlecht. Danke. Oh, da hat Fährmann Probleme. Der darf halt nicht sein, der Ballverlust. Glücklicherweise habe ich es dann mit Latza richtig antizipiert und bin wieder. So gelaufen, dass nichts passiert ist. Okay. Jetzt gehen wir mal ein bisschen ins Zeitspiel rein. Also wir haben ja fast keine Zeit mehr übrig. Merkt man nicht, dass schon die 120. ist oder was? Wer steht denn da ganz hinten? Was ist denn da los? Okay, ich denke, es war trotzdem ein verdienter Sieg. Auch wenn wir leider nur mit einem Torvorsprung gewonnen haben. Und, oh fuck, Chicharito, ey. Er fühlt sich nicht gut an, der macht keine Tore, der macht keine Zauberdinger. Was mache ich nur mit dem? Krass, Latza eingewechselt, macht die Vorlage und Ribéry macht den ultra wichtigen Ausgleich. Verdammt nochmal, was mache ich denn mit Chicharito? Och Mann, ich habe es irgendwie geahnt. Im ersten Spiel schon. Direkt nach dem ersten Spiel habe ich geahnt, der wird's nicht. Der wird's einfach nicht. Scheiße, Mann. Ich kann höchstens noch einen anderen Champions League Style probieren, aber normalerweise weiß ich, haben wir mittlerweile gelernt, der Champions League Style gibt zwar kleine ausschlaggebende Punkte, aber er ist nie der große Unterschied. Es könnte sein, dass ich den ersten Chicharito mit Hawk gespielt habe und nicht mit Marksman, aber ich gehe davon aus, dass Marksman besser zu mir passt und dass Hawk nichts ändern wird. Fuck, was mache ich denn jetzt? 6 Spiele, 2 Scorerpunkte. Okay, es waren 5 Spiele jetzt, aber wie gesagt, er fühlt sich ja auch einfach nicht großartig an. Einzige Möglichkeit wäre halt wirklich nochmal Hawk zu probieren als Beispiel. Aber was will ich mit der Pace? Was will ich mit der Pace? Das ist das Einzige, was sich ändert. Dribbling wird schlechter und Pace wird besser. Was bringt mir das? So, ich gucke jetzt mal, ob er im. Ich könnte sagen, dass er schon ein bisschen im Preis gestiegen ist. Jetzt ganz wichtig, nicht auf Transfermarkt anbieten, sondern auf Preisvergleich klicken. Okay, Preisvergleich, Preisvergleich. Habe ich für 120 gekauft? Nee, gibt den immer noch für 120. Okay, vielleicht sogar ein bisschen preiswerter, oder? 120, habe jetzt das billigste, 114, ja. Was mache ich denn, was mache ich mit dem? Also ich werde ihn jetzt nicht verkaufen, weil der steigt wahrscheinlich, was heißt wahrscheinlich, der steigt irgendwann im Preis. Wahrscheinlich sogar relativ schnell, sobald er aus den Packs raus ist. Momentan ist er in meiner Zeit eben noch in den Packs drin. Deswegen wäre es dumm, ihn jetzt zu verkaufen. Wir können ja mal rüberschielen und schauen, was ein Inform Werner kostet. Als ich letztes Mal geguckt habe, war er glaube ich bei 130.000. Also das ist halt schon relativ teuer geworden. Und jetzt haben wir halt die Bundesliga Weekend League. Da wird er halt nicht billiger geworden sein. Da wird er halt eher noch teurer geworden sein. Aber das ist halt so der einzige, was ich auch überlege, ist, ob ich nochmal Stindl probiere. Aber eigentlich. Stindl ist halt recht preiswert, den kann ich halt ohne Stress probieren. Aber eigentlich war der meiner Meinung nach nicht besser als Modest, oder? Also er ist, glaube ich, besser gewesen als Hernandez, aber 128, ja, ich sage also 130.000.
Den würde ich zur Not mir auch noch leisten können. Ich müsste da ja nicht wirklich viel für verkaufen. Werner war halt meiner Meinung nach Aubameyang der beste Stürmer. Ganz am Anfang vielleicht noch Chicharito, er hat dann ja auch abgebaut. Was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt? Oh, das ist echt eine schwierige Entscheidung, man merkt es vielleicht. Was mache ich denn jetzt? Was kostet ein Stindl? Ich meine, ich könnte mir ja zum Beispiel Stindl auch nochmal gönnen. Ja, Stindl, der war ganz okay, er war halt nicht so überragend, wie ich es gehofft hatte. 50, 33, der ist halt super preiswert, ne? Den kann ich mir halt immer gönnen. 31.000, 28, der kostet halt nichts. Ich überlege gerade sogar, ob ich mir da einen preiswerten Stindl jetzt einfach mal kaufe. Ja, 28 ist so, oh, der hat sogar Maestro und 75 Verträge, der hat genau das, was ich alles brauche. Und ist der billigste, wie es aussieht. Wir können mal kurz gucken, ob irgendeiner preiswerter ausläuft. Ist vielleicht ein bisschen riskant, weil es ja passieren könnte, dass er dann jetzt weg ist, aber ich probier's mal. Ne, dann nehmen wir ihn direkt mal. Ja, ich kaufe den jetzt. Ich weiß nicht warum, aber mein Gefühl sagt mir, ich sollte den nochmal testen, ich sollte den nochmal spielen. Ich weiß nicht wieso, aber ja, mein Gefühl sagt mir einfach, es ist nicht die allerschlechteste Idee. Werner ist halt schon sehr, sehr teuer und ich bin mir einfach nicht so sicher, ob Werner wirklich so geil funktioniert. Ich bin halt der Meinung, er hätte auch so 0,6, 0,7 Scorerpunkte gemacht pro Spiel. Ich überlege halt echt, ob ich Chicharito nochmal mit einem anderen Champions League Style testen soll. Ich bin mir halt recht sicher, dass ich Hawk als allererstes auf Chicharito hatte und nicht Marksman. Und ich bin halt am Überlegen, ob ich ihm das jetzt nochmal gebe. Finisher. Könnte Finisher mehr Sinn machen bei ihm? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich muss nochmal gucken, was die boosten. Deadeye braucht auf gar keinen Fall. Also entweder Finisher oder Hawk. Ich glaube, ich werde nochmal zwei Spiele testen und muss nur nochmal gucken, mit was für einem Champions League Style. Also in diesem Sinne, liken, kommentieren. Meine Tendenz geht zu Hawk. Liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Paxis, bis zum nächsten Mal. Tschüss.